So, jetzt willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Gothic 3, 2, noch nicht 3. Gothic 2. Die Nacht der geilen Scheiße. Und jetzt habe ich vergessen zu pennen. Egal, ich habe ja hier ein Zimmer, pennen wir hier kurz. Ja. Das ist doch lange bekannt. Wir werden heute zum Leuchtturm dackeln. Zur Krypta dackeln. Alles zerstören mit unserem krassen. Das ist doch lange bekannt. Da steht der Kacklappen unterm Baum! Neben dem. Halt dein Maul! Halt dein Maul! Jetzt bin ich verflucht. Der Affe. Geh! Mein Gott. Ah, shit. Oh, Mana. Ja, mein Gott. Da ist ja noch einer. Oh, so nervig. Geh! Wo sind die Mana-Tränke? Oh, oh, wow. Okay, der macht ja keinen Schaden, der Junge. Warte, ich kann mich hinterm Baum verstecken, glaube ich. Ich kann es versuchen. Nee, er trifft mich. Alter, der Junge ist ein Moluckenkind. Komm her, Junge. Pam! Wird zurückgeballert jetzt. So. Und weg. Alter, nerven die, ne? Jetzt ist er noch ein Suchender. Na ja, gut. Wir pennen erstmal. Alter, hockt der hier unter der Tanne neben der Taverne? Wo riesen der Verkehr ist, ne? Ey, glaubst du ja selber nicht. Ich hab so etwas keine Zeit. Nee, hab ich auch nicht. Aber das Vieh anscheinend. Wir können gleich nochmal den anderen umhauen. Hier brauchst du was nicht zu sagen. So. wo war mein Zimmer? Meine Allergie hält an. Ja, es ist nicht überkrass. Sonst würdet ihr das sehen, glaubt mir. Aber es ist dennoch lästig. Und ich sitze echt den ganzen Tag und überlege, Alter, soll ich jetzt aufnehmen oder nicht? Und so weiter. Und das Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel LOL aufnehme mit vier anderen, da ist mir das jetzt, da ist das nicht so wichtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Gothic aufnehme, wo nur ich kommentiere und unterhalte, da nervt es mich übel krass, wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit, es kribbelt alles und Schnupfen und... Das wird sich nie ändern. Aber es wird einfach nicht besser und ich muss jetzt in sauren Apfel beißen. Das wundert mich. Und ja, scheiß drauf. Mal ist nur einmal im Jahr. So, hier war noch einer. Achso, generell, ja. Warte mal. Leuchtturm. Leuchtturm wollen wir hin. Geh mal da lang. Oder, nee. Doch? Nee. Doch. Doch. Hier lang. Ich musste kurz überlegen. Ich lasse mal ein Bild draußen, dass ich hier sehe, wenn ihr ein Suchender unter der Tanne hockt. Affen, ey. Ja, ansonsten, genau, das Stand der Dinge. Ich habe wieder eure Kommentare aufgeholt. Und ja, wie gesagt, also Plan ist jetzt erstmal noch Kronstücke farmen. Deswegen gehen wir jetzt zum Leuchtturm. Und ansonsten vielleicht durch den Dämon ja jetzt völlig easy. Die Suchenden ein bisschen abfarmen. Die geben ja auch ganz gut EP eigentlich. Und mit dem Dämon ist es ja so easy. Generell einfach noch ein bisschen abfarmen. Vielleicht... Naja, ich überlege, ob wir noch mal ins Meantime ein bisschen gehen, noch mal ein bisschen nach Jaken da abfarmen, aber eigentlich nicht. Es gibt auch noch was zu tun, ne? Ich habe da noch nicht alles ausgekratzt. Aber das sind so Kleinigkeiten. Und ich will jetzt eigentlich auch vorankommen. Immerhin sind wir schon bei 122 Parts. Ich hatte noch nie ein Let's Play, was nur ansatzweise so lange ging. Das ist echt krass. Aber macht nach wie vor immer noch super viel Spaß. Ich freue mich jede Folge. Wir sind falsch abgebogen. Nee, sind wir nicht. Es geht. Aber wir gehen anders zurück. So, will der hier eigentlich immer noch sich mit mir prügeln? Wollte er doch immer, oder? Naja. Oh, da ist er. Da ist einer. Wo habe ich denn den Dämon? Nicht, dass der die hier ankackt. Beschwerde mal mehr hier. Ja, ich habe keinen Bock, dass der die Stadtwachen angreift. So. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, Fifi. Gehen wir hier lang. So. Alter, der flattert aber ganz schön buggy. Bläh.
Bin gespannt, was da um jetzt so gespawnt ist im neuen Kapitel. In den neuen Kapiteln waren da ja schon länger nicht mehr. Oder ob da überhaupt was Neues ist. Aber wie gesagt, ich folge jetzt einfach nur den Rat aus einem Kommentar, ne? Da wurde mir gesagt, hier schau mal beim Leuchtturm, da gibt es noch Kronstücke. Gut. So, jetzt die Frage, wo? Wir gehen mal weg. Ja, ja, ist doch gut. So, die Frage ist, wo? Ich schätze mal, das wächst hier einfach irgendwo. Oder? Ah, hier ist noch eine Blutspur. Können wir auch nochmal folgen, wa? Da lang. Oder waren wir da nicht schon? So, hier ist ein Feldknöterich schon mal. Das ist nice. Ist aber kein Kronstücke. Sind keine 5 Mana. So, hier haben wir auch nichts. Hm. Ich finde hier nichts. Oder? Hier, was ist hier drin? Nichts. Vielleicht. Nee. Hm. Oh. Grobes Schwert. Nee, schade. Hm. Vielleicht meinte, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat. Vielleicht meinte derjenige in der Nähe des Leuchtturms. Es wäre aber sehr vage. Wir gehen mal da lang. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir da jetzt schon waren. Oh Leute, nee, ich höre einen Schattenläufer. Da waren wir noch nicht. Und hier ist auf jeden Fall noch. Hier ist auf jeden Fall Blut. Ich laufe wahrscheinlich sogar auch dran vorbei. Weil man die Dinger einfach auch nicht gut sieht, muss ich sagen. Ja, da ist ein Schattenläufer drin. Den machen wir mal weg. Was? Wieso trifft das nicht? Boah. Boah, ist das laut. Wo war das denn jetzt so laut? So, Mana-Tränke. Nice. Jo, gehen wir mal rein. Moin. Oh, da sind Tränke. Oh, das ist ordentlich. Trank. Lederbeutel. Trank. Lederbeutel. Achso, ich habe übrigens, hatte ich ja gesagt, in der Zwischenzeit, zwischen der letzten Aufnahme und dieser, Kram verkauft. Und es kam heraus 7000 Gold. Das ganze Gedöns, was man so nicht braucht, aber halt einsammelt. Das ist schon recht ordentlich. Da können wir gut was mitmachen, sag ich mal. So, aber gibt es jetzt hier noch irgendwo... Das war zu vage wohl. Oder ich bin echt eiskalt dran vorbeigerannt. Was ja mal keine Ausnahme wäre. Ich höre noch einen Schattenlauf. Hier ist noch ein Feldknöterich. Oder es war ein Waag. Das kann auch ein Waag gewesen sein, was ich gehört habe. Na gut. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt einfach an Keiler sogar. Wir gehen hier jetzt einfach mal zurück. Und ratten hier alles aus. Das war einmal hier langfahren, quasi auf dem Weg zur Krypta. Ne? Können wir uns ja mal gönnen. Oh, da sind die Säue. Bam. Oh, Mana-Trank. So, weiter geht's, Flügelmann. Da sind Fliegen. Oh, hier sind Wölfe. Mach die weg, Junge. Einer. Zwei. Sehr schön. Weiter geht's. Kann ich eigentlich auch selber wegmachen. Guck mal her. Guck mal her. Ah, Snapper sind eventuell ein Problem. Weil die zu schnell angreifen. Aber die greifen mich an. Das ist wunderbar. So. Oh, hier ist ein Schrein. Oh, da liegen Sachen. Trank. Spruchrolle. Feuerwurzel. Und dahinter? Dahinter nichts. Na gut. Darum ging es, glaube ich, zum Schattenläufer. So, dahin sind noch welche. Ich weiß sogar nicht, wie lange der Dämon anhält. Der hält auf jeden Fall eine ganze Weile an. Ne? Fuck! Ah, jetzt gibt dein Geist auf. Beschwöre!
Mach die weg, Junge. So. Abfahrt. Das war jetzt Worst Case. So, drei. Aber schlägt relativ schnell zu, das ist natürlich gut. So. Was ist denn hier generell so? Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Da sind Feldräuber. Ah! Ich wollte dich nicht schlagen. Me, sorry. Nein, jetzt habe ich ihn aus Versehen angeklickt. Oh, so eine Wichse. Okay, weiter geht's. Kostet ja nichts. Nur halbes Mana, Alter. Ist echt nicht viel. Wenn man überlegt, ey, was der anrichtet. Was ich da an Blitzschlägen bräuchte. Oder Skeletten. Der moscht halt alles weg. Der Junge. Oh, warum hängt der denn jetzt am Baum? Okay, Mama Eier. Geht doch. Sehr schön. So, wir ziehen weiter. Liegt irgendwas Tolles am Boden oder so? Irgendwelche Kräuter oder Sachen allgemein? Nicht. Sieht alles sehr leer aus. Also außer auf die Snapper jetzt ist ja echt gar nichts los. Ne. Ah, jetzt sind wir hier bei der Höhle, genau. Ja. Gehen wir jetzt da lang. Bleib bitte nicht an einem Baum hängen. Sehr schön. Ich müsste ihm eigentlich einen Namen geben. Ich glaube, ich nenne ihn Jeremy Pascal. Oh, Blutfliegen. Jeremy Pascal? Angriff! Oh, jetzt gibt er wieder einen Geist auf, Alter. Jeremy Pascal. Zack. Oh, lol. Das war ein Leckschlag. Leckschlag, Leckschlag. Alles muss verschleckt, Schlag sein. Ne, Eckstein, Eckstein. Ne, Sexbomb hatte ich im Ohr, genau. Kennt ihr Sexbomb, Alter? Super Track. Guck mal, jetzt mal schauen, wie der gegen Waage ist. Hau dir mal aufs Maul, Junge. Oh, One-Hit ist es nicht. Two-Hit. 300 EP, Alter. Der ist schon sexy. So, gehen wir mal einfach hier ein bisschen lang. Ne? Weil wir es können mittlerweile. Also jetzt sind wir echt an einem Punkt, wo das wieder das Peak, was ich gemeint habe. Ne? Im Meantime, wenn ihr euch erinnert, war ich ein bisschen unzufrieden mit unserer Gesamtstärke. Aber jetzt mit Dämonen wird das einfach wieder richtig lustig. Also, greif ihn mal an, Junge. Wo schlägst du ihn hin? Pascal. Ah. Alter, ich kann mich nicht bewegen. Mach die jetzt weg. Das sind drei oder was? Tatsache. Waren das jetzt drei oder zwei? Snapper-Kreuz. Ja, schade mit den Kronstöckeln. Aber, ja, was soll ich machen, ne? So, ich glaube, ich muss hier lang. Oh, hier ist noch einer. Sehr schön. Der kloppt die halt weg, Alter, mit links. So, ich könnte mal den hier nehmen. Achso, nee, ich kann mich ja heilen. Ich bin ja nicht mehr auf sowas angewiesen. Heiltränke könnte ich auch alle mal verbraten. Also, wenn ich Geldprobleme habe, juckt mich halt nicht. Die kann ich eigentlich einfach verkaufen. So, 10. Alter, aber wie viel Leben ich auch habe. Krass. So, Abfahrt. Jeremy Pascal. Da. Die ersten beiden. Wo bist du denn schon wieder, Alter? Junge. Das ist ja kein Schulausflug. Hau die jetzt weg. Ich brauche drei Schläge für die. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Oh, hier liegen auch Sachen auf dem Boden. Lauflieder. Was ist denn mit ihm, Alter? Hat er Asthma?
So, Angriff. Die gehen jetzt aber nicht auf mich, oder? Oh, lol. Okay, eine hat er. Das Problem ist, gegen diese schnell angreifenden Gegner hat halt ein bisschen Trouble, der Dicke. Also deswegen ging der auch gegen Drachensnapper in der letzten Folge so down. Weil wenn ihn... Also erstmal, die machen ja einen guten Schaden. Aber wenn es Gegner sind, so Wölfe oder so, oder Waage oder Drachensnapper, Wölfe sind scheißegal, weil die nichts können. Aber die so schnell angreifen, da bekommen, glaube ich, herbeibeschworene Viecher Schwierigkeiten. Ich muss mir eben die Nase putzen, bin gleich wieder da. Sorry, ne? Ey, tut mir echt leid. Ist mir auch echt unangenehm, aber hilft nichts, Alter. Das ist einfach eine Scheiße. Entweder so oder gar nicht. Das ist halt der Deal. Ach so! Wo ich hier gerade das hier sehe. Wir wollten ja auch noch beten. Ne? Geht ja eigentlich auch Weihnachten immer in die Kirche? Es gibt ja verschiedene Leute, ne? Oder Familien, sag ich mal. Man macht das ja mal mit der Familie. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten konfirmiert sind. So, jetzt bin ich gespannt. Ein Maler? Jawohl. Aber muss ich da übernachten für? Shit. Ich glaube, wie ist denn das? Muss ich dann einmal schlafen gehen, bevor das wieder geht? Oder ist das generell nur einmal insgesamt? Na gut, wo war ich? Familien, Kirche. Bei mir war es so, ich bin konfirmiert, habe das aber eigentlich nur wegen den Kohlen gemacht. Also jeder, der mir erzählen will, dass er sich konfirmiert hat, wegen dem Glauben, ist ein... Also Leute, leben wir im Mittelalter. Ist ja schön, wenn man religiös ist und so. Aber ein 14-Jähriger lässt sich nicht konfirmieren, weil er nicht geil aufs Geld ist, um einen neuen PC zu kriegen oder sich zu holen oder was weiß ich. Ja, ich habe mich konfirmieren lassen. Des Geldes weh! Nö, ist ja echt so. Ich war halt voll... Es gibt so... Ich glaube, mit Maxim habe ich darüber mal geredet. Oh, war es mit Maxim? Oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Der meinte halt, bei ihm war das halt auch, ja, Standard. Aber bei mir in der Klasse war es dann wirklich so, dass da ein paar Mädchen gab oder so. Die dann halt. Also erstmal, man kam natürlich erstmal so in die Klasse. Werden ja alle gleichzeitig konfirmiert an einem Wochenende, ne? Auf einem Hieb. Und am nächsten Tag in der Klasse. Und? Wie viel hast du bekommen? Und dann entweder war dann ein Großteil sehr traurig oder irgendjemand hat sich sehr geil gefühlt. Alter, was ist denn hier los, ey? Ja, aber da gab es so ein paar Ausnahmen, so ein paar Mädels, die gesagt haben, oh, ihr seid ja doof. Nee, ich habe das jetzt nicht nur wegen dem Geld gemacht. Die haben sich halt eiskalt selber belogen, Leute. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Oh, lol, Leck Spike. Oh, Suchender. Hier ist ja mal was ganz Neues. Brauchst Maul, oder? Warte mal. Komm mal her, Johann. Ich geb dir aus Maul. So. Tschüss. Wer ist ein Grimbald? Hieß der so? Na, auf jeden Fall. Erstmal so viel zur Konfirmation, ne? Aber, hey, anderes du. Thema. Okay, der hat nichts weiter. Anderes Thema war, natürlich, wann gehen wir dann in die Kirche? Ne? Mein Weihnacht. Gott, ein Kampf. Ja, ein magischer Kampf. Bei uns war es so, wir sind Weihnachten immer in die Kirche gegangen. Ich kenne aber auch Familien, die gehen nie in die Kirche. Aber das sind eigentlich nicht so viele. Also ich kann es jetzt nicht von vielen sagen. Die meisten gehen halt so, ne, man hat immer so entweder Ostern auch oder Weihnachten oder was gibt's noch? Gibt's, ohne Scheiß, gibt's noch irgendein... Also es gibt natürlich noch andere kirchliche Feiertage, aber da geht man ja jetzt nicht so in die Kirche, oder? Eigentlich nur Ostern und Weihnachten, oder? Oder? Lol. Ja, ich glaube. Ja gut, so.
Wir sind halt immer Weihnachten. Wobei, wir waren auch mal Ostern in der Kirche. Aber ich persönlich gehe gar nicht mehr in die Kirche, weil ich da keinen Bock drauf habe. Also, wir sind auch inzwischen so in der Familie, dass wir sagen, also wir haben das bis vor 2 Jahren immer gemacht, so, ne? Wir sind immer in die Kirche gegangen. Aber wir haben irgendwie alle keinen Bock mehr, weil, keine Ahnung. Ich glaube auch, weil die Gemeinde scheiße geworden ist und irgendwie bla. Falls ihr es hört, Allah holt den alten Pfarrer wieder, Jungs. Oder Pastor, oder wie man den Hänsel nennt. Ja? Der war geil. Nicht die komische Ische da jetzt. Die ist total langweilig, Leute. So. Aber Sophie, wie kam ich da drauf? Ach ja, wir wollten zu Innos beten. Na Mensch. So, jetzt eigentlich wollte ich eine andere Route nehmen. Ich teleportiere mich mal zum Klo, zu Onas Hof. Ich wollte eigentlich einen anderen Weg nehmen, aber irgendwie bin ich da vorbeigelaufen. Großbauer. Skelette können weg jetzt. Zack. Ich habe keinen Mana, oder? GG. Alles klar. Aber erstmal 1000 Jahre für die Animation brauchen. Boah! Alter, Alter. Alter. Immer diese Soundbugs. Was ist denn mit dir? Ich heil mich die ganze Zeit, ich Vollidiot. Doch, falsche Taste, hab's nicht gemerkt. GG. Und mir fällt ein, wir haben auch noch ein paar alte Münzen, die können wir hier verscheuern. Das macht, wie war nochmal der Tarif? 1:1? Da werden wir nicht so viel kriegen. Wir können auch generell mal mit Lee reden. Wir haben ja von Lord Hagen erfahren, dass der abhaut. Ne? Vielleicht ganz interessant. Ich hege ja Sympathie gegenüber Lee. Moin. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Silvio, der Mistkerl, hat was über die Drachen im Minental gehört und hat daraufhin alle hier auf dem Hof völlig verrückt gemacht. Er hat versucht, die Jungs zu überreden, ihm ins Minental zu folgen. Ruhm, Ehre, Gold und alles Mögliche hat er ihnen versprochen. Viele von ihnen hatten kein Interesse, sich für Silvio töten zu lassen. Aber es gab da so manchen Idioten, den konnte er doch überzeugen. Das Ende vom Lied war, dass sie sich von Bennett haben ausrüsten lassen und dann kurzerhand losgezogen sind. Ach, im Grunde bin ich froh, dass Silvio endlich vom Hof ist. Ich weiß gar nicht mehr, was aus Silvio und Bulko geworden ist, Alter. Die sind ja total, die waren ja beim Eisdrachen. Entspannst du dich? Klar, warum nicht? Die Drachen sind doch tot, oder? Der Fall ist ein wenig komplizierter. Tja, wie immer. Sag Bescheid, wenn du meine Axt brauchst. Ich glaube ja nicht. Ja, vielleicht brauche ich die bald. Münzen umtauschen, genau. Das war bei dem hier. Es war doch seine Entscheidung. Ja, genau. Silvio und Bulko, die waren mein Eisdrachen. Ach ja, ich bin ja da rumgegangen. Die wollten mir eigentlich folgen. Interesse an weiteren alten Münzen? Sich ein. Bla 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 bla. Sehr schön. So, ab zur Krypta. Finally. Wisst ihr noch, wann wir die angefangen haben, Alter? Das ist ewig her. Dann waren wir in der Zwischenzeit einmal wieder da. Ist aber schief gelaufen. Oh, lol. Oh, Alter. Mann! Halt doch dein Maul. Alter, die sind auch... Die laufen hier in Tarnklamotten rum, ey. Ich habe jetzt keine Zeit und kein Mana für die Scheiße, Junge. So, volle Regeneration aufs Maul. Greif an! Da! Hau doch den Jungen weg! Geh doch! Sehr schön. Die hinterlassen wenigstens auch Tränke, das ist sehr angenehm. Das sage ich immer wieder. Aber es ist einfach, es fällt einem jedes Mal beim Loot neu auf. So. Dann gehen wir mal rein, wa? Bin sehr gespannt, wie der Dämon gegen die ankommt. Oder ich beschwöre am besten 2. Die muschen dann alles weg. Kommt der denn? Ne, der kommt hier nicht hinterher, ne? Ja. Weg. Ach, hier war der Schalter. So. Wird spannend, ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich den Laden hinterlassen habe. Ich speichere auch generell mal, Alter. Ist ein bisschen her, das. So. Dämon auf Abruf. Mhm. Oh, Leute. So, 2.
Einer ist links, einer rechts, oder was? Scheiße. Jo, einer ist links, einer rechts, wie es aussieht. Das ist ja nur ein niederes. Ja, das mache ich weg. Komm her, Junge. Oh! Was geht hier? Ey, ihr habt gar keinen Bock, oder was? Warte, ich hol mal Blitzschlag raus. Blitzschlag ist sehr gut. Der tankt einfach dahin und ich baller jetzt. Oh no! Ich hab schwarzes Erz genascht! Lol. Lol, ich bin auf. Lol. Ich bin richtig auf LSD, Alter. Lol, ey. Das ist ja richtig witzig. Wie lange hält denn das an? Oh, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. La 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 la. Hier, da habe ich noch einen Dämon, Leute. Haut den. Greif an! Jeremy Pascal! Oh, Leute. Jawohl. 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 So liebe ich das, Dieter. So, und du kriegst auch noch für die Sünden deiner Kinder in den Arsch. So, Skelettmagier kann man looten. Nichts zu plündern. Nee, kann man nicht. Gut, wie war denn das jetzt hier nochmal? Ich hatte hier alles gelootet und hab mich dann wegteleportiert, ne? Und hab hier alles hinterlassen, so. Ich glaube, so war das. Das heißt, hier gibt's jetzt gar nichts mehr, nur halt ganz gut EP. Ohne den richtigen Schlüssel krieg ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel krieg ich das nie auf. Hä? Liegt hier... Heavy. Hä? Schlüssel? Oh ja, hier, Kryptowächter. Oh, jetzt kommen die, oder? Jetzt kommt hier noch eine Welle. So, ich beschwöre mal zwei drin. So. Und Action. Gold, Pfeil, Mana Extract, Gletscherquarz. So, jetzt müssen die Viecher spawnen. Bereit, Jungs? Er ist einer. Oh Gott. Oh! Jetzt geht's wieder los, ey. Ja, aber. Wo sind denn. Ich hab doch zwei beschworen. Oh Leute, der beschwört. Oh, ich sterbe. Eventuell. Vielleicht. Weg. Erstmal jedenfalls. Spring da hoch, Dwarfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Spring da hoch. Oh Gott. Leute, er ist hier draußen. Warum? Geh mir aus dem Weg! Jeremy. Pascal. Alter. Ich brauche einen Heiltrank. Nee, ich kann mich ja heilen, nicht voll Idiot. Weil ich hab doch nicht nur... Oh, ja, muss ich noch heilen. Ich hab doch nicht nur leichte Wunden heilen, sondern auch noch... mittlere, oder? Wo hatte ich das denn? Guck mal, der haut noch einen weg. Ist ja ordentlich. Hatte ich nicht auch mittlere Wunden? Hm. Ja, was geht denn hier ab, ey? Ich höre die ganze Zeit... Ist das vom Dämon unten? Na gut, nice. Nice. Und Mana. So, schlucken, Junge. Sehr schön. Sehr schön. Ja, doof, dass der den Stock über ihm beschworen hat. Das ist ja scheiße. So, Jungs. Oh, Leute. Warum? Huh. So, rechts, ne? Jawohl, Junge. So, oh Gott. Oh, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Achtung. Noch einer. Shit. Nee, schaffe ich nicht. Geht weg. Huch. Huch. Ich komme gleich wieder, ja? Ich muss kurz auftanken. Spring! Oh Gott. Spring! Ja, diesmal bin ich schneller. Ist ja wie bei Harry Potter in Hogwarts, Alter.
So, hier kommen die aber nicht hoch, ne? Das ist ganz schön merkwürdig. So. Heilen. Sehr schön. Und wieder runter. So, ich hoffe, das reicht hier. Wie, wenn halt Gegner genau vor einem stehen, trifft die Hitbox von Spells nicht. Das ist mega, mega frustrierend. Komm mal her. Jawohl. So, wo ist der letzte? Ich hab's Gefühl, hinter mir. Alter Junge. Du stehst mich nicht normal, du Affe. Komm, dich mach ich so platt, Junge. Wie findest du denn den hier? Ich habe ein paar Tricks gelernt beim letzten Mal. Du Staub, Junge, aus Kapitel 2. Weil es einfach keinen besseren mittlerweile gibt. Also schon, aber eher für Kampfmario. Ich bin ja Beschwörungsboy des Todes. Bam. 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 Ist immer scheißegal. Du machst keinen Schaden, du machst nichts. So. Ja gut, dann haben wir jetzt alles gelootet. War der letzte Mario hier vielleicht so ein... Nee. Ja. Das hier hatte ich ja schon, oder? Nee, hatte ich noch nicht, Junge. Ja. Dann machen wir das hier natürlich auch noch. Ich probiere mal, dass ich hier zwei beschwören kann. Es hat nicht geklappt. Hä? Oh, doch, sind die. Nee. Ich beschwöre einen im Nebenraum und da locke ich die dann hin. Genau. Ja, aber der bleibt da jetzt ja hängen. Jetzt kann ich hier noch einen beschwören. So. Ja, dann kann ich von einem zum anderen rennen und vielleicht auch die Hälfte rüberziehen. So, Jungs. Mal gucken, was in der Truhe ist. Alles klar, hier ist wieder wer mega am Scheißen. So, Blitzschlag. Wow, ach wieder hier überall oder was? LOL, ist das etwa die perfekte Welle? Mach hier was! Oh LOL, das ist ja der Überboss oder was? Das war die letzte Welle, die Welle, die... Wow! Wow, aus dem... Wo bin ich? Scheiße, Junge, scheiße. Kacke. Das überlebe ich nicht. Habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert, oder? Gott, was? Wo muss ich raus? Ah, hier. Ich überlebe das nicht, überlebe das nicht, überlebe das nicht, überlebe das nicht. Scheiße! Alter, da kommt die Monster Wave des Grauens. Bei der letzten Ruhe. Ein Feuerregen? Alter, die Moschen gehen mal ganz gut. Okay, ich muss in jedem Raum einen Dämon beschwören. Und dann rausrennen. Ja gut, das war eine weitere Runde Gothic. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.